Die Frage ist, wie lädt man externe Bibliotheken in Talent? Ich habe für dich, für dieses Beispiel, eine kleine externe Bibliothek vorbereitet. Die heißt Talently Project 04 Jao und die werden wir hier verwenden. Ich zeige dir erstmal Eclipse. Du wirst vielleicht eine Ähnlichkeit zu Talent erkennen, weil Talent auch auf Eclipse basiert. Hier habe ich das Ganze eben entwickelt, den getRandomInt. Und in dieses HelloExample. Wenn ich das hier, diese Main-Methode, ausführe, sehe ich schon einmal ein Beispiel, was die zurückgeben würden. Und das habe ich eben als Jar jetzt an die Lektion angehangen. Und das werden wir hier in Talent verwenden. In Talent bin ich in diesem LoadLibraryExample. Füge jetzt da erstmal diese Komponente hinzu. Werde die verbinden mit onComponent OK zum Prejob und habe jetzt hier den nächsten Schritt in die Library auszuwählen. Diesen Drei-Punkte-Button klicke ich an und bekomme jetzt hier entweder die Möglichkeit schon aus der Plattform, heißt das in Talent, also aus dem, was Talent schon mitbringt, alle auszuwählen. Aber du willst jetzt hier Artifact Repository und wir sagen hier Install New Module. Gehen auf diesen Drei-Punkte-Button. Dann suchst du dir den Ordner, wo du das lokal abgelegt hast. Bei mir ist es dieses MyLibs-Verzeichnis. Und da wähle ich dieses TalentLibProject 04jar aus. Dann bekommst du hier oben erstmal eine Meldung Detect the Platform Install Status. Und dann sagst du einfach hier unten Detect the Module Install Status. Dann ist auch dieses Modul bei dir installiert und du bekommst in diese Meldung. Wenn du das einmal hast, klickst du hier auf OK. Dann gehen also Fehler weg und hier steht in dieser Name von dem Jar drin. Jetzt ist ein nächster Punkt, damit wir das, was wir dann hier aufrufen, aus der Bibliothek nicht immer voll qualifizieren müssen. Gehen wir hier unter Advanced Settings auf den Import. Der da drinnen steht, den kann man rauslöschen. Und du schreibst da rein import.de. Na, jetzt war ich weg. de.sl.talentlib. Und ein Semikolon am Ende. Hier ist es wichtig, Java ist case-sensitiv, die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Das hier ist ein großes L und das ist ein großes T. Das andere sind alles kleine Buchstaben. So, und damit die Komponente jetzt hier in der Oberfläche noch ein bisschen besser dokumentiert ist, hatte ich mir, bevor ich sie gelöscht habe, schon noch ein paar Sachen kopiert. Das kannst du auch noch anpassen. Und zwar auch das hier, diese kryptischen Sachen, das verwenden wir hier unten in dem Subtab View und fügen das hier im Label-Format ein. Denn dann bekommen wir auch in der Oberfläche angezeigt, diesen Parameter hier, Import. Wie funktioniert das? Ich zeige dir das mal ganz kurz. Und zwar, jetzt hier auf Advanced Settings gehen und mal auf diesem Feld einfach stehen bleiben, sehen wir hier so ein Tooltip. Da steht drinnen, die Variable, die zu diesem Parameter gehört, ist ein doppelter Unterstrich Import und doppelter Unterstrich und das Wort Import eben in Großbuchstaben geschrieben. Ja, wenn ich jetzt hier das nicht richtig schreiben würde, würde da nur irgendwas angezeigt, aber nicht dynamisch der Wert aus der Komponente selbst. Und genau das möchte ich aber. Deswegen habe ich hier so ein BR-Tag eingefügt, das ist ein HTML-Tag, um eine neue Zeile zu bekommen. Und hier unten drunter lasse ich mir dann das Import-Statement in der Oberfläche anzeigen. Aber wie gesagt, das ist nur schöner, das ist nichts, was wir jetzt brauchen, damit der Prozess funktioniert. Was du auf jeden Fall brauchst, ist hier dieses Import-Statement import.de.sl.talent.lib. Punkt, großes T von Talent, Lib, großes L und ein Semikolon am Ende. Also nochmal so, wie du sie hier siehst. Und dann habe ich den View, das Label-Format hier so angepasst, wie es in der unteren Zeile zu sehen ist. Gut, und damit ist in der Library-Import fertig. Und dann das Library-Benutzen ist der kleinere Teil, das auch gar nicht hier so wichtig ist. Und zwar, wir können dann an einer beliebigen Stelle eben Funktionen aus der Library aufrufen, indem wir jetzt sagen talentlib. Und mit Control Space
Bekommen wir eine Liste oder eben auch keine Liste. Muss den Job erstmal speichern. Nee, oder im Zweifelsfall dann nochmal schließen. Weil wir die Library gerade erst hinzugefügt haben. Und dann hier jetzt, genau, dann sieht es schon anders aus. Ein getRandomInt oder eben genauso das andere Talent lib.example und da übergebe ich jetzt irgendeinen Wert, zum Beispiel meinen Namen habe ich da verwendet und das ist genau das, was ich jetzt hier einmal in einer die Java-Komponente gemacht habe und gebe das dann in beiden Fällen auf der Konsole aus. Aber natürlich kannst du die Funktionen auch an beliebigen anderen Stellen in Talent verwenden. Und das habe ich hier nochmal gezeigt mit der Fixflow-Input-Komponente. Wäre aber genauso möglich in der TeamMap, in der Java Row oder in dergleichen mehr. Und dann führen wir diesen Job hier mal aus, damit du das Ergebnis sehen kannst. Braucht am Anfang ein klein wenig. Und wir bekommen jetzt hier zweimal diese Ausgabe Library Call. Zufällige Integerwert, negativer in dem Fall. Und dann Hallo Samuel. Und hier habe ich einen anderen Namen reingeschrieben. Ja, das hast du gesehen. Genau, und das ist, was du machen musst, um eine externe Bibliothek in Talent zu laden.